So Leute, ich will es gar nicht so, so viel jetzt rumreden. Das Ganze ist ein Infovideo und zwar jetzt geht es hier wieder los auf YouTube und nicht nur hier, sondern auch woanders. Und zwar, ihr habt es mitbekommen, bei YouTube, bei Instagram, es ist nichts mehr groß gepostet worden. Warum? Ich habe gesagt, Augen zu und durch, Kollateralschaden, egal. Wir wollen jetzt mal dieses 1-1-Coaching fertig machen und das ganze Ding ist jetzt fertig und live. Endlich, nach 2 Jahren, er hat es geschafft. Wir haben unheimlich viel vor, wir haben unheimlich viel coole Projekte vor. Das werdet ihr hier bei YouTube jetzt die nächsten Tage sehen. Oder besser gesagt, geht ja schon gleich morgen los. Davon mal abgesehen, selbst wenn es jetzt mal ab und zu zwischendurch kurze Videos sind, aber einfach um ein bisschen mehr Präsenz jetzt hier zu zeigen. Ich meine, mehr als jetzt geht ja quasi gar nicht, weil jetzt einfach nichts mehr kam. Aber das wird sich jetzt massivst ändern, denn jetzt sind nämlich alle Projekte abgeschlossen. Es sind auch alle anderen Projekte, wo ich jetzt als Firma für andere Leute noch Shops aufgebaut habe, also für jetzt mal ein bisschen bekanntere Leute, so im Hintergrund quasi geholfen. Diese Projekte sind alle abgeschlossen. Jetzt kann ich wieder voll Fokus hier auf YouTube, auf meine Coachings und auf meine Sachen legen. Und das ist auch gut so und nötig. Zu meinem Coaching, was denn auch dafür da ist, dass wir jetzt auch mal so ein paar Helferlein hier einstellen können, die denn natürlich auch so hinter den Kulissen mir ein bisschen abnehmen, damit ich einfach noch mehr Content produzieren kann, um hier richtig Gas zu geben. Ja, dieses Coaching ist ein bisschen spezieller. Es ist anders als alle anderen. Es ist auch komplett andere Modelle, sind auch komplett andere Neuerfindungen da quasi drin, wie man dieses 1-1-Coaching eigentlich betreibt. Wird ein paar Leute wundern, wie das Ganze ist. Guckt euch einfach mal den Link unten in der Videobeschreibung an oder tshirtfrank.de/coaching. Da findest du das Ganze und ja, dann lass telefonieren. Du, ich, keine Sekretärin, kein Mitarbeiter, sondern du und ich machen Business. So, deswegen präsentiere ich euch jetzt hier den Trailer zu meinem Coaching, was ein bisschen anders ist, ein bisschen größer, ein bisschen ist gut, viel, viel größer als jedes andere. Let's go. Wer sich auf dem Coaching-Markt umschaut, der wird schnell feststellen, mittlerweile geht es nur noch darum, wer hat das größte Büro, das schickste Oberhemd oder die dickste Uhr am Arm. Doch sowas benutzen nur Bauernfänger. Bei mir geht es in erster Linie nicht um die Optik, sondern um das Fachwissen. Wer sich auf YouTube einen Mentor sucht, der will doch auch direkt zu ihm und nicht zu unbekannten Mitarbeitern von großen Firmen, deren Qualifikationen man noch nicht mal kennt, wo man gar nicht weiß, wo kommen die eigentlich überhaupt her, und das fängt doch schon im Vorstellungsgespräch an. Hi, mein Name ist Frank Bendler. Ich bin der größte Print-on-Demand-YouTuber Deutschlands und habe mir durch hunderte Videos und viel, viel guten Content die wohl größte, nachweislich größte Community Deutschlands aufgebaut, hier im Print-on-Demand-Bereich, und das Ganze ohne Werbung zu schalten, sondern nur durch guten Content. In den letzten Jahren habe ich über 3600 Kursteilnehmern den Weg in die finanzielle Freiheit mit Print on Demand gezeigt und dabei etliche Erfolgsstories hervorgebracht, so viel wie kein anderer in diesem Business. Meine Trainingsprogramme sind dabei so akribisch ausgearbeitet, dass selbst jeder Computeranfänger mit den Step-für-Step-Anleitungen, wo kein Schritt ausgespart wird, wirklich dieses ganze Business aufbauen kann. Doch Achtung, wer von Print on Demand spricht, der denkt häufig nur an Shopify, und es gibt aber noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was du damit machen kannst, und diese solltest du natürlich ebenfalls kennen. Du kannst komplett ohne Werbung und ohne Kosten auf Print on Demand Portalen verkaufen, wie Spreadshirt, Merch bei Amazon, Redbubble und sogar noch 40 weiteren Portalen. Oder eine Printful Etsy Verbindung, die eine Hybridlösung ist zwischen einem eigenen Online-Shop und den Marktplatzseiten eines normalen POD-Portals. Vom TikTok-Business zum eigenen Online-Shop mit Personalisierungsfunktionen, und das nicht nur mit einfacher Personalisierung, sondern sogar mit Baukastensystemen, wo sich Kunden ihre eigenen Designs zusammenstellen können. Das Ganze lernst du bei mir, und nicht nur das. Und statt wie bei anderen Coaches Designs aus hauseigenen Designagenturen zu viel zu hohen Preisen zu erwerben, zeige ich dir in diesem Training, wie du diese Designs selber herstellst oder wie du eben gute Designer findest und die zum passenden Preis einstellst. Denn in dem Sinne, es geht darum, dass du die meiste Marge natürlich behältst und damit auch das profitabelste Business aufbaust. Und keine Sorge, niemand von euch muss zeichnen können, denn dafür gibt es heute überall Programme und andere Lösungen, was man machen kann. Ich zeige dir eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie du überhaupt Designs erstellen kannst, und das Ganze kostenlos oder halt zu sehr, 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 sehr günstigen Preisen. Kommen wir nun zu einem der großen Alleinstellungsmerkmale dieses Kurses oder dieses Coachings, und zwar nämlich, hier lernst du das gesamte Wissen über
Print on Demand kennen und nicht nur einen Ausschnitt, wie zum Beispiel den einen Teil nur über Shopify. Und das ist es nämlich auch, wofür ich mit meinem Namen stehe. Hier geht es nämlich darum, den meisten Content zu haben, den direktesten Support und eine individuelle Lösung für dich zu haben. Denn das ist es genau das, was die Leute ja immer wollen, wo man sich einfach mal hinsetzt, mal ein paar Konzepte durchspricht, vielleicht auch mal irgendwie ein paar ganz spezielle Lösungen für einen Kunden für dich halt ausarbeitet und das Ganze richtig im 1 und 1. Das ist es nämlich, was mir oft gefehlt in der Coaching-Szene. Es sind meistens nur Gruppenabfertigungen und keine richtige Beziehung zwischen den Leuten. Bei uns geht es halt wirklich darum, hier richtig zusammenzuarbeiten und zusammen was aufzubauen. Ich nehme dich richtig an der Hand. Wir werden zu Anfang Steuerberater suchen. Wir fangen das Ganze richtig von vorne an. Hier gibt es kein Bullshit. Hier gibt es richtig Business. Print on Demand ist für mich nicht nur ein Business, sondern das ist halt mein Leben und dafür stehe ich auch und das weiß auch jeder, der mit mir zu tun hat und mit mir öfter mal geschrieben hat. Und genau deswegen ist der Austausch zwischen dir und mir ganz speziell wichtig und sollte da auch im Fokus stehen. Um dir eine All-in-One-Lösung zu bieten, hast du auch noch den Vorteil, über unsere Print-on-Demand-Druckerei zu verkaufen und das Ganze für höhere Gewinnmargen, denn ich verzichte auf meinen Teil der Provision, damit du etwas davon hast, hier auch noch zusätzlich in diesem Coaching zu sein, als kleiner Bonus. Und dann spricht man von einer wahren Gewinnsituation für beide Seiten. Wer natürlich eine Print-on-Demand-Druckerei betreiben will, der braucht eine richtige Druckerei. Und zwar nämlich nicht irgendwo zwei Kumpels im Keller vor zwei Avalanche-Druckern, sondern wir wollen hier richtig ins Extrem gehen. Und wenn du schon glaubst, dass das hier unser Lager war, da geht es nämlich noch weiter, denn wir haben wirklich hier alle Möglichkeiten. Und zwar, du kannst Oversize-T-Shirts machen für eine Streetwear-Brand, du kannst normale Klamotten machen und wir haben wirklich alles, was dein Herz begehrt, hier allein in unserem riesig gigantischen Lager. Und wenn es natürlich zu den Druckmaschinen geht, haben wir die besten Druckmaschinen und natürlich auch die erfahrensten Leute. Und du siehst auch im Hintergrund zum Beispiel selbst einer Aeon, damit hast du eine sehr hohe DPI-Zahl, kannst du drucken, Streetwear-Label, kein Problem. Außerdem haben wir natürlich nicht nur kleine Avalanche-Drucker, sondern natürlich auch selbst die Kornit Max, also wirklich das beste Gerät, was es überhaupt so gibt. Das ist natürlich nicht alles, sondern wir haben, wie gesagt, eine Druckerei über 2000 Quadratmeter, wo du hier richtig feinstes PUD halt machen kannst und Möglichkeiten hast du alles. Retouren sind oft ein Problem im Print-on-Demand-Dropshipping, nicht bei uns, denn wir haben Retourenmanagement. Da werden die Sachen wieder eingelagert und dann auch wieder rausgeschickt. Da brauchst du dir keine Sorgen machen, also Retouren für dich, Haken dran, erledigt. Und durch natürlich auch euren Erfolg, den ihr hier schon im Hintergrund seht, wo natürlich hier massenhaft Sachen gedruckt werden, die müssen auch versendet werden. Das ist dann hinten in unserer Versandabteilung. Da werden wir natürlich keine Stock-Images hier einbilden, wie manch andere, sondern wir zeigen euch wirklich, was hier rausgeht. Wie du siehst, es ist 11.37 Uhr, der nächste LKW geht raus und das passiert hier mehrmals am Tag. Da kannst du dich ans Tor stellen und einfach drauf warten. Das ist nämlich so, wenn du richtig oder wenn ihr richtig loslegt in der Versandabteilung. Da geht es natürlich hier auch wirklich kistenweise raus und da benutzen wir, wie gesagt, keine Stock-Images, sondern das zeigen wir euch so. Und hier auf T-Shirt Frank machen wir natürlich, wie gesagt, keine halben Sachen. Ich hätte natürlich auch irgendwie zwei Kumpels und ein paar Billigdrucker irgendwie unten im Keller stellen können und sagen können, das ist meine eigene Print-on-Demand-Druckerei. Deswegen machen wir das Ganze nicht und machen das hier mit einer richtigen Druckerei. Auf über 2000 Quadratmeter Fläche, reinstes PUD. So macht man es richtig und so sieht auch eine richtige Print-on-Demand-Druckerei aus. Einfach, damit ihr es mal gesehen habt. Ich weiß, jetzt müssten irgendwelche Motivationsclips vom perfekten Leben im Online-Business kommen, aber wir wissen beide, dass das Ganze nur Motivationsgerede wäre. Nun, darum geht's nicht. Es geht nämlich hier um dich. Es geht um deine Träume. Ob es jetzt irgendwo ein Sportwagen ist oder irgendwelche materiellen Sachen, aber eigentlich glaube ich, dass es den meisten Leuten doch eher darum geht, wirklich mehr Freiheiten im Leben zu haben, ihr Leben selbstbestimmt leben zu können. Im Print-on-Demand-Business brauchst du nur drei Dinge. Ein Laptop, Internetanschluss und ein bisschen Zeit. Und damit kannst du dir die finanzielle Freiheit aufbauen, um mehr Zeit für deine Familie, für deine Freunde, für dich oder halt das Eigenheim zu haben, was du denn dir selber kaufen kannst. In einer Zeit, wo alles teurer wird, wo Gehälter nicht mehr ausreichen und Eltern ihre Kinder nur noch 1 bis 2 Stunden am Tag sehen, da wird es einfach essentiell wichtig, dass du dir ein zweites Standbein einfach aufbaust, weil damit hast du wirklich viel mehr Freiheiten und du kannst auch ortsunabhängig arbeiten mit diesem Business. Das heißt, während du dann an den Orten liegst, wo andere Urlaub machen, den Sand zwischen den Füßen vielleicht spürst, ein bisschen Wasser kommt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du Mallorca genauso toll findest wie ich, kannst aber auch natürlich einen anderen Ort der Welt dir aussuchen, um da zu arbeiten und dabei kannst du natürlich dann auch deine Familie zusehen, wie deine Kinder halt am Wasser spielen und da auch mal einschreiten.
Zeiten, wenn es denn mal nötig ist. Und diese Freiheit einfach zu haben, jederzeit das zu entscheiden können, wir fliegen jetzt da irgendwo hin, wir sitzen jetzt da und da und arbeiten von dort, wo andere Urlaub machen, das ist das wahre oder dieser wahre Benefit von Print on Demand, einfach den du hier in diesem Business hast. Da geht es nicht um Rolex und nicht um Sportwagen, das ist zumindest meine Meinung. Aber wenn du Bock hast, kannst du ihn trotzdem holen. Wer ist auch nicht der Erste, denn wir haben sogar auch Leute, die sich schon Autos davon gekauft haben. Da dieses Coaching eine richtige 1-on-1-Betreuung ist zwischen dir und mir, da versteht sich's natürlich selber, dass der Tag nur 24 Stunden hat, ich mich nicht teilen kann und somit wir auch nur begrenzte Plätze haben. Deswegen sei also schnell, trag dich unten ein ins Kontaktformular und dann werden wir beide miteinander reden, nämlich nicht über irgendwelche Sekretärinnen oder Sekretäre oder die irgendwelche anderen Mitarbeiter, die da dann erstmal anrufen, sondern wir fangen gleich von Anfang an mit uns einander auszutauschen und auch zusammenzuarbeiten. Denn ich will dich ja kennenlernen und nicht irgendwo einen Zettel kriegen von irgendeiner Mitarbeiterin, wo drauf steht, ja, das ist der Kunde, der zahlt so und so viel und das will er machen. Also so einen Mist fangen wir hier nicht an. Wir machen hier richtig Business und wir machen hier richtig Print on Demand. Und wer wirklich miteinander eine 1-on-1-Kooperation haben will, der kommt zu mir. Wie schon gesagt, in diesem Coaching stehen wir in engem Kontakt. Das halt wirklich über alle Mittel, die uns die heutige Zeit so bietet. Also von Videocall, von Telefonieren, von WhatsApp, von, was haben wir noch alle, E-Mail. Na, alle Wege, die es eben gibt, alle, die du brauchst, so wie du es halt eben brauchst. Weil jeder hat ja doch so spezielle Lösungen, was er irgendwo mal haben will, wo er irgendwas gezeigt haben will und so weiter. Und das machen wir dann da. Stopp! Diese Sache nehme ich mir jetzt noch raus. Ich weiß natürlich, jeder guckt natürlich auch, wer ist da noch so am Markt und wer bietet was. Aber jetzt will ich dir noch 2, 3 Sachen über mich erzählen und auch noch so ein paar Tipps geben, wo du mal drauf gucken solltest, wenn es jetzt darum geht, dir einen guten Coach auszuwählen. Und zwar nämlich das allererste ist, ich habe früher Modemanagement studiert und zwar das mehrere Jahre bei der ehemalig rechten Hand von Karl Lagerfeld, nämlich bei Dr. oder Professor Oliver McConnell, heißt er ja heute schon mittlerweile mit dem neuen Titel. Und da haben wir Events organisiert, zum Beispiel wie hier so den Focus Fashion and Industry Day abseits der Uni, wo wir zum Beispiel auch die großen Vertriebler zusammengebracht haben mit den großen Designern, dass man einfach sich mal absprechen kann, okay, bei einem H&M, bei einem Otto-Katalog oder was auch immer, was wird da wirklich verkauft? Was kaufen denn Leute überhaupt? Weil der Designer will durchdrehen, der Marketer will halt einfach nur verkaufen und da muss man einfach die gute Mitte oder die goldene Mitte finden. Und so eine Events, das ist das, was ich halt mitorganisiert habe. Also da war ich einer der Ersten, die da halt mitgemacht haben. Und zusätzlich habe ich natürlich auch noch meine eigene Marke, die auch im DPMA sogar eingetragen ist. Viele Coaches haben ja auch Shops, die sie gar nicht betreiben und wo sie nie für Werbung machen und alles sowas. Grüße gehen raus. Da könnt ihr auch mal machen. Die Newsletter bei euch sind tot. Bei mir gibt es auch noch was. Also kannst du da mal reingucken. Dann siehst du mal, wie es gemacht wird. Ich habe das bestverkaufende T-Shirt auf Spreadshirt kreiert und andere Projekte. Ich habe natürlich auch jetzt für bekannte Leute auch Merch-Labels aufgebaut. Unter anderem zum Beispiel hier auch Folienprints. Und so eine Sachen, so eine Projekte machst du nur, wenn du richtig voll in diesem Business stehst. Weil da kommen natürlich dann auch Fragen zurück, wo du dann sagst, okay, da gibt es halt kein Verstecken, da musst du halt alles können aus dem FF. Und das sind immer viele Sachen, die nicht so schnell gesehen werden. Genauso wie die ganz kleinen Sachen, die doch irgendwo, ja, den meisten Leuten gar nicht so richtig auffallen. Nämlich zum Beispiel wie diesen Hoodie, den ich jetzt hier mal habe. Der ist nämlich original von Shopify. Der ist nämlich nicht zu kaufen und den gibt es auch nicht zu drucken, sondern den gibt es halt wirklich nur, der wird dir quasi gegeben, verliehen, wenn du wirklich mehr mit dieser Firma machst. Und du siehst auch immer, dass der hinten den Seitendruck hat. Und auch, ich kann dir den gerne mal in Instagram-Stories zeigen, diesen Hoodie wirst du nur ein paar Mal in Deutschland sehen. Warum den einige nicht haben, das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Ich habe dir gerade so ein paar Infos gegeben. Genauso musst du natürlich auch mal ein bisschen drauf gucken, was haben die Leute so auf dem Rechner. Bei mir gibt es alle Tools. Ich kenne alle Tools auswendig, kann dir alles sagen. Jedes Programm kenne ich aus dem FF und muss da nichts googeln. Das sind wieder diese Unterschiede zwischen mir und dir. Und selbst ich kann dir eine Rechnung von vor ein paar Jahren zeigen, von allen möglichen Programmen und verschiedenen Seiten, was der andere denn eventuell nicht kann. Also sei auch wirklich auf der Hut. Es gibt gute und es gibt schlechte. Ich bin der Beste. Wenn du zu mir willst, klick unten auf den Link. Dann sprichst du mit mir und nicht mit einer Sekretärin. Und dann werden wir beide individuell an deinem Business arbeiten und ganz speziell eine Lösung für dein Business finden. Wir sehen uns.